Ja, weiter geht's. Das Wochenende steht fast vor der Tür. Am Freitag gibt es hoffentlich eine coolere Frage als gestern, damit die Kernprobe wieder erfolgreich enden kann. Und nämlich gucken wir mal, der Nerdquiz-Kalender sagt, das ist es. Welches Legend of Zelda-Spiel hat sich bis dato weltweit am meisten verkauft? Oh, das sollte ich natürlich tendenziell wissen können, hoffentlich, weil Videospiel. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Ich kann das jetzt mal nur raten. Das ist fies. Ist es Link to the Past? Ist es Ocarina of Time? Ich sage jetzt mal todesmutig Ocarina of Time. Was? Breath of the Wild? Ernsthaft? Echt? Oh, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, gut, Switch verkauft sich wie blöde. Die Spiele dazu auch. Aber es ist kein Mario-Titel und das ist halt doch noch relativ neu. Na gut. Bin ich also offensichtlich auf die falsche Fährte gelangt? Tja, Pech.